You pull your hair on the back slick. You know I like it like that. The other girls in the backseat, me in the front, cause I'm bad. And it feels like sharing this cake. Eat it straight from your lips, no plate. I'm first class looking like a Barbie. All my friends, they really try to warn me, but I just want another this with you. Mein Buch fertig gelesen. Das war der zweite Teil von Im Reich der Sieben Höfe und das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe mir vorgenommen, den Januar keine Bücher zu kaufen, deswegen wird es mit dem dritten Teil jetzt noch ein bisschen warten müssen. Aber ich werde jetzt die Zeit nutzen, um nochmal Karteikarten zu lernen. Ich bin ehrlich, ich habe gerade wirklich nicht so Lust, aber was einen weiterbringt, ist ja nicht immer Lust, etwas zu tun, sondern vor allem die Disziplin. Jenny zum Lernen verabredet. Sie kommt um 9 vorbei und dann frühstücken wir, denke ich, erstmal schnell. Vor 2 Tagen, als ich duschen war, war es irgendwie mega früh und das Wasser war noch nicht so richtig warm. Dann habe ich so, ich würde nicht sagen kalt geduscht, also der Spiegel hat nicht beschlagen und das ist mein Indiz dafür, dass es kalt war. Und ich habe mich danach richtig wach und richtig belebt gefühlt. Aber heute musste ich auch nicht Haare waschen und so. Und dann habe ich nur mit der Brause so ein bisschen kalt mich abgeduscht. Und das war eigentlich echt gut. Vielleicht probiere ich das mal weiterhin aus. Und sonst beginnt jetzt langsam so die richtig stressige Klausurenphase. Also ich schreibe meine Klausur ziemlich genau in einer Woche. Und die Tage werden auf jeden Fall voller. Also ich glaube so 6 bis 8 Stunden habe ich mir jetzt vorgenommen zu lernen. Und natürlich mit langer Pause, vor allem weil es viel auswendig lernen ist. Und Karteikarten lernen finde ich schon echt anstrengend. Aber das finde ich geht auch gut so auf dem Sofa, einfach abends sich nochmal ein bisschen durchzuklicken. Und ich habe jetzt einen Röntgentermin bekommen, und zwar am 1.2. Und ab dann geht's
richtig los mit Training. Ich habe nämlich auch noch ein paar Neuigkeiten, aber die erzähle ich euch dann erst nächste Woche nach dem Röntgen, wenn ich weiß, dass das alles geklappt hat. Da könnt ihr auf jeden Fall schon drauf gespannt sein. Ich habe jetzt die letzten Tage auch immer ziemlich viel Lernbesuch gehabt, also so zum Coworken. Und ich mag das echt total gerne, aber die letzten Tage kam ich nicht so gut in meinen Fokus rein. Ich hoffe, dass es heute besser ist, aber ich glaube, jetzt haben wir auch beide noch einen deutlich strammeren Zeitplan, deswegen wird das schon klappen. Ich habe ein Kapitel gelesen, wo es auch darum ging, dass man seine Gedanken wirklich gezielt steuert und nicht jeder Gedanke halt quasi gedacht werden muss. Und oft habe ich so das Gefühl, dass ich mich dann, wenn ich zum Beispiel für die Uni lerne, durch irgendwas ablenken lasse. Und dann versuche ich jetzt einfach mal, mich aktiv vom Gegenteil zu überzeugen. Also den Gedanken einfach abzuschalten und weiterzumachen und mich gar nicht so da reinfallen zu lassen. Weil ich finde, das merkt man schon oft, dass wenn man jetzt auch einen negativen Gedanken hat oder irgendeinen Gedanke, der einen so aus der Routine rausbringt, dass man den dann halt häufiger denkt. Und in dem Buch wurde eben auch beschrieben, dass es oft so ist, dass nicht der einzelne Gedanke so alle Pläne über Bord werfen lässt, sondern eben so dieses Overthinking, was wir, glaube ich, alle mal kennen oder kennengelernt haben. Bis dahin werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal Frühstück für Jenny und mich machen und dann geht's ziemlich bald an den Schreibtisch. Wir werden bestimmt noch eine Runde Quix spielen. Quix ist momentan mein absolutes Lieblingsspiel und dann hoffe ich, dass wir einen richtig produktiven Vormittag haben, bis wir Mittagessen machen. Dann gibt's nämlich Wraps und spätestens dann melde ich mich auch wieder. So, wir haben jetzt einen Kaffee getrunken, eine Runde Quix gespielt und Jenny hat mir lieberweise alles zu meinem Platz gebracht, was ich so brauche. Ich habe meine Regentonne, ich habe einen Tee. Deswegen wird es jetzt losgehen mit Lernen. Ich starte schon mal meine Lernkerze. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Baum, damit wir uns nicht von meinem Handy ablenken lassen. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Ah, erstmal sollte ich mir vielleicht einen Plan machen. Wir machen erstmal einen Plan. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich mich um einen neuen Mobilfunktarif kümmern wollte und das habe ich jetzt tatsächlich geschafft und ich habe zu Weihnachten eine neue Uhr bekommen und die soll auch funktionieren ohne Handy. Also ich habe quasi eine eSIM da drin oder auch nicht da drin, das ist ja eine eSIM. Naja, auf jeden Fall werden wir das jetzt mal zusammen testen. Basti ist bereit, der wartet auf den Anruf. Basti, möge funktionieren. Hallo Basti, kannst du mich hören? Ja. Nämlich wenn ich fit bin, habe ich ja vor, wieder laufen zu gehen und vor allen Dingen will ich mit Fahrradfahren anfangen. Und dann brauche ich, um meine Trainings zu starten, nicht immer mein Handy mitnehmen und ich kann mir auch Musik auf die Uhr laden. Ich glaube, das wird sehr cool. Was machst du da? Wie schneidet das Video? Ja, ich hänge nämlich noch in meinem Mittagstief. Und der fünfte Kaffee für heute. Ist okay. Und
Also, ich bin jetzt gerade am Videoschneiden und werde jetzt mal Videoschneiden aufhören und mit Uni anfangen, weil das ist das, was ich eigentlich machen wollte. Und währenddessen lernt Jenny hier Karteikarten. Pneumokokken. Pneumokokken. Ja, und was machen die so? Ich weiß es noch nicht. Heute ist schon Mittwoch, Mitte der Woche. Es ist mega der Sturm draußen heute, deswegen bin ich ganz froh, dass ich heute nirgendwo hin muss. Aber ich glaube, die Bahnen fahren ja eh nicht. Die streiken ja, glaube ich. Das ist auch irgendwie, ich kriege aktuell gar nichts mit. Also ich gucke irgendwie keine Nachrichten und ich höre auch gar keinen Nachrichtenpodcast mehr. Vielleicht muss ich das noch irgendwie in meinen Tag gut integrieren, weil jetzt habe ich das auch öfter schon gehabt, dass wenn Leute über irgendwas sprechen, ich gar nicht weiß, warum. Also ich glaube, den Skandal rund um die AfD, sowas kann man gar nicht verpassen. Zum Glück nicht. Also wenn nochmal Demos sind, geht bitte alle hin, ganz wichtig. Heute ist ein richtig cooler Tag. Ich liebe den Mittwoch, zumindest zu der Zeit. Denn es ist Bachelorzeit und Basti ist auch übelst der Bachelor-Gucker. Das heißt, wir gucken jeden Mittwoch Bachelor. Und es kommen noch zwei Freundinnen von mir zum Bachelor-Gucken dazu. Und Pia kommt jetzt schon um 9. Und wir wollen den Tag über zusammen lernen und noch ein bisschen was kochen, also ganz entspannt. Wir wollen jetzt nämlich noch zusammen frühstücken. Deswegen muss ich mich hier ein bisschen beeilen, dass ich auch gleich fertig bin. Das ist unser neues Familienmitglied Bernd. Wie süß! Und seine kleinen Putzerarmchen kommen einmal raus. Du bist schon knuffig, Kleiner. Oh oh, stecken geblieben. Bernd ist jetzt leider auch der Grund, warum wir nicht mit Uni machen anfangen können. Weil Bernd braucht persönliche Begleitung seinen ersten Weg über. Er muss jetzt hier nämlich erstmal die ganze Wohnung ausmessen und wir müssen alle Sachen beiseite schieben, damit er sich eine gute Karte hier machen kann. So, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben es jetzt 11:30 und wir haben sehr gut einen Instagram-Kanal gefunden und viele Reels geguckt. Bernd beobachtet, Quicks gespielt. Aber hat keine Uni gemacht, deswegen werden wir jetzt auch erstmal damit nicht anfangen, weil Bernd kommt jetzt wieder und das hat nicht geklappt in diesen Karten aufzeichnen. Ich glaube, Roboterstaubsauger sind nicht so mein Ding, das ist glaube ich eher Bastis Angelegenheit, das bin ich ein bisschen ungeduldig für. Aber wenn der gleich wiederkommt, dann lohnt sich das jetzt ja auch nicht schon anzufangen, ne? Richtig. Weil der stört dann ja auch direkt wieder. Aber irgendwie, ich finde meinen Zopf heute sehr cute. Wie heißt das eigentlich? Zopf. Es gibt Zopf, es gibt Dutt. Was ist das? Klammerfrisur. Wohl. Klammerfrisur. Nee. Okay, ich mag meine Klammerfrisur heute sehr gerne. Oh, und mein Akku ist fast leer. Also ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder mit vollem Akku und meinem vollen Akku am Schreibtisch. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall später beim Bachelor. Ich wünsche euch einen erfolgreicheren Tag als meinen. Hallo, es war gerade irgendwie ziemliches Chaos und auf jeden Fall nicht so, wie ich mir den Tag irgendwie vorgestellt habe. Ich dachte, wir ziehen so richtig durch und ich schaffe richtig viel, was ich mir vorgenommen habe. Und ich weiß, dass es ganz normal ist, dass Pläne halt nicht funktionieren, aber es fällt mir irgendwie total schwer, mich dann damit abzufinden, weil in der Situation selbst finde ich das dann auch gut und dann denke ich, ja, man hat die letzten Tage so viel gemacht und man kann ja immer noch was machen und es ist dann total okay, wenn man halt eine Runde mehr Quicks spielt oder
ganz lange Bären beobachtet, wenn es einem Spaß macht. Aber jetzt im Nachhinein fühle ich mich dann halt irgendwie schlecht und dann finde ich es blöd, dass ich mich schlecht fühle und das steigert sich alles so. Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich trotzdem noch mein Tagesziel erreiche. Theoretisch ist es ja möglich, also ist jetzt ja nicht so, dass ich gar keine Zeit mehr habe. Aber ich weiß jetzt schon, dass wenn ich nicht das schaffe, was ich will, ich auch wieder abends nicht so richtig den Bachelor genießen kann. Und das finde ich halt sehr schade, weil ich mich ja schon voll lange darauf gefreut habe. Gerade geht noch gar nichts in meinen Kopf rein und ich kann auch gerade so die negativen Gedanken noch gar nicht so abschalten. Ich hoffe, dass das kommt, wenn ich mich dann irgendwie ein bisschen aufs Lernen konzentriere. Deswegen, ja, wir werden sehen, was das heute noch hinführt. Und die nächste Unterbrechung, weil der kleine Bernd die Karte nicht richtig aufgezeichnet hat bei seinem ersten Versuch. Guten Morgen an diesem Donnerstag. Deswegen machen wir heute einen doppelt so guten Tag daraus. Und jetzt wird hier erstmal in der Küche klar Schiff geschafft und dann geht's direkt los an den Schreibtisch. Und die ganze neue Aufregung um diesen kleinen Kerl, den Bernd da hinten, hat sich auch überhaupt nicht gelohnt, weil es gar nicht funktioniert hat und der muss jetzt gleich nochmal fahren. Girl, I realize all I need is you. I can never get enough. Say she on way down. Yeah. Always down to have a good time. What are you gonna say now? Huh? When they see us running this down, is it how you move, how you smile, how you captivate everything, how the body moves?